Die Grundrente wird am 3. Juli 2020 endgültig beschlossen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Der Intercity-Express der Grundrente rollt auf uns zu. Der Fahrplan zum 1. Januar 2021 steht fest. Jetzt ist es bekannt geworden, dass die Grundrente tatsächlich am 3. Juli 2020 im Bundestag in der zweiten und dritten Lesung beschlossen werden soll. Danach geht es dann nochmal zum Bundesrat, damit die Grundrente wirklich fristgemäß zum 01.01.2021 dann auch in Kraft treten kann. Am Montag, den 29. Juni, treffen sich nochmal Spitzenvertreter der Großen Koalition und besprechen noch Einzeldetails. Und dann geht es wohl am Dienstag, den 30. Juni, in dem Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales. Da wird dann auch nochmal verhandelt und debattiert, damit dann sozusagen der dann feststehende Gesetzesentwurf in der zweiten und dritten Lesung im Bundestag dann auch wirklich beschlossen werden kann. Die CDU hat ihre letzte Blockadehaltung aufgegeben. Und zwar ging es ja um die Frage, wie die Grundrente finanziert wird. Unser Finanzminister hat ja vorgeschlagen, dass eine sogenannte Finanztransaktionssteuer kommen sollte. Die ist vom Tisch. Das heißt also, die Finanzierung der Grundrente läuft über den allgemeinen Bundeshaushalt vom Finanzminister. Das heißt also, die Grundrente wird nicht über die deutsche Rentenversicherung finanziert. Alle Versicherten, die Anspruch auf die Grundrente haben können, können sich jetzt erstmal entspannt zurücklehnen und sich freuen. Ab 1. Januar 2021 geht's los. Für unsere Bestandsrentner, die Auszahlung der Grundrente wird wahrscheinlich nicht vor Ende 2022 erfolgen, für die Bestandsrentner. Für unsere Neurentner soll es wohl schon zum 01.07.2021 losgehen mit der Auszahlung. Also wir freuen uns, jetzt ist es final, es gibt kein Zurück mehr, die Grundrente wird kommen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.